Der zweite im Bunde ist 13 Jahre alt. Er hat einen Zwillingsbruder. Mit dem hat er auch gemeinsam eine Band. Sie machen nach eigenen Angaben Independent Music. Und er ist jemand, der besonders auf Stil Wert legt. Er hat in seinen jungen Jahren schon seinen eigenen gefunden. Und das nicht nur musikalisch, sondern auch schon im Outfit. Ich bin Bill, ich komme aus Lutsche. Das liegt bei Magdeburg, etwa 20 Minuten entfernt. Und ich bin 13 Jahre alt. Ich bin jetzt erstmal sprachlos. Also ich muss jetzt erstmal irgendwie verdauen. Jetzt fällt mir irgendwie ein Stein vom Herzen richtig, dass ich dabei bin. Das ist total geil, unbeschreiblich. Meine T-Shirts haben mir alle nicht gefallen und dann habe ich da einfach reingeschnitten und zum Schluss sah es dann einfach ganz okay aus und dann habe ich es angezogen. So einfach ist es, meine Damen und Herren. Und sprachlos ist er schon lange nicht mehr. Heute Abend singt Bill live hier auf unserer Bühne. It's Raining Man. Hier ist Bill. Is rising, the rivals get low. I turn into old souls as the streets a place to go. Da kann man sich sogar mit 20 Punkten nicht sicher sein, ob man schon durch ist. Bild, fantastische Performance und wirklich unglaublich. Ich meine, du kommst ja an, du hast deine Sachen immer selbst dabei. Wie kommst du auf die Ideen? Ich finde es einfach langweilig, so rumzulaufen wie jeder andere. Ich finde es ein bisschen, ich finde es total schön, aufzufallen und was Besonderes zu machen. Das hast du heute absolut getan, ja? Dankeschön. Du hast ja deine Mama dabei heute. Ja. Ja, wer ist noch mit? Meine Oma ist noch mit und der Freund von meiner Mutter. Ja, aber ein bisschen traurig bist du schon, weil jemand, der dir ganz wichtig ist, der fehlt, ne? Ja, genau. Also meine Freundin ist nicht da, da bin ich traurig, weil die ist im Urlaub. Und mein Bruder auch nicht, leider. Ja. Der ist zu Hause geblieben. Genau, aber deine Freundin hat zugeschaut, hast du mir gesagt. Genau, in Bulgarien kann man auch Sat.1 gucken, ja. Gell? Und sie hatte bestimmt ganz fest die Daumen gedrückt. Genau. Bill, jetzt wollen wir mal hören, was die Jury sagt. Und tja, ihr habt es nicht leicht bei uns. Jasmin. Ja, ich will es auch endlich loswerden. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Auftritt. Wirklich auch fantastische Leistung.
Du ersparst einer Plattenfirma viel Arbeit, denn normalerweise müssen an junge Künstler irgendwie noch Imageberater und all das und Stylingberater. Du bringst das alles mit, auch eine tolle Performance, ein Volumen in der Stimme, das wirklich außergewöhnlich ist. Und ich glaube, wenn du weitermachst, dann kann das wirklich nur nach oben gehen. Und auch meine Finger quälen mich und sagen, 5 für dich! Dankeschön! Hugo! Ich habe erst gedacht, wer hat denn den Zwerg so hergerichtet? Aber du hast ja eben gesagt, du bist das selber. Ja. Das finde ich wieder schön. Also wenn du das selber so gut findest, finde ich das völlig okay. Deine Stimme hat mich nicht so ganz überzeugt. Die ist sehr lustig, die ist sehr witzig. Und ich glaube, du hast eine große Chance vor dir, irgendwas Lustiges zu machen. Also was anderes als ein anderer Herr mit Brille. Was Besseres nehme ich an, ja. Weil du kannst mehr. Ich gebe dir 4 Punkte. Dankeschön. 4 Punkte von Hugo. Alexandra. Du bist etwas ganz Besonderes. Du hast dich ganz toll bewegt. Deine Stimme ist noch ausbaufähig. Aber ich möchte mehr von dir sehen. Ich gebe dir 4 Punkte. Dankeschön. 4 Punkte von Alexandra. Super Performance. Ein richtig geilen Haarschnitt, super, und super Styling, alles drum und dran. Deine Stimme, Wahnsinn, für mich 5 Punkte. Dankeschön. 5 Punkte von Nico. Ah, Nico weiß natürlich auch, was gutes Styling ist, ne? Also, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten noch drin. Und wenn ich euch beide so erlebe, dann müssen wir uns um die deutsche Musikszene keine Gedanken machen. Ja, da ist viel Potenzial da, die Talente stehen schon bereit. Jetzt geht es natürlich darum, meine Damen und Herren, dass Sie punkten. Denn unsere Jury hat gepunktet und es ist ganz, ganz eng. Ihr habt natürlich alle Freunde zu Hause richtig instruiert, wie die heute abstimmen sollen. Ne? Und auch wenn sie fair sind, sie werden dir wie viele Punkte geben? Vielleicht 5. Ich bin vielleicht 5. Und wie viel werden sie ihm geben? 5, glaube ich. Auch 5, weil deine Freunde wirklich fair sind, ne? Ja. Ja? Aber deine Freunde werden es vielleicht anders machen, wenn sie wollen, dass du in die nächste Runde kommst, ja? Wir werden es sehen. Na, Sie müssen das abwägen, meine Damen und Herren. Sie haben 2 Stimmen. Bitte punkten Sie für beide. Für Oliver punkten Sie unter 01379 10.000 plus die Punktzahl 1, 2, 3, 4 oder 5. Für Bill punkten Sie unter 01379 20.000 plus die Punktzahl 1, 2, 3, 4 oder 5. Jetzt heißt es anrufen, Punkte abgeben für die beiden in unserer ersten Kategorie. Und für alle Anrufe haben wir ja noch einen tollen Preis, ne? Bei uns geht's richtig ab hier, ne? Und gleich sind wir zurück, meine Damen und Herren. Und dann kommen die Models. Bleiben Sie dran.